So. Hallo. Ja, herzlich willkommen zurück, ne? Wir müssen wieder zurückfahren, hin und vor, und wir Ich müssen. verkreise. Das ist auch gut. Stimmt, es geht eigentlich auch, ne? Ja, dann wird der Ich mach Kreis. mal Kreise hier. Dann wird der Kreis immer kleiner. Das stimmt, ist da recht. Ja, was wir hier tun, ich weiß es selbst nicht. Ist Sonntagabends, es ist 21:40 Uhr und ich weiß nicht, wie wir die Folgen heute aufnehmen müssen. Genug. Farming Simulator müssen wir ja, glaube ich, zweimal in der Woche. Hallo, laden wir es hoch, ne? Ja, müssen auf jeden Fall genügend machen. Keine Ahnung, wie viel wir jetzt schon aufgenommen haben. Ich glaube, drei oder das ist der vierte Part, ne? Kann gut sein, ja. Vierter Part. Ja, jetzt müssen wir nochmal zweimal so viel machen. Dafür hast du noch einen Monat, hast du einen chilligen Monat noch, ja. Ja, gut, du ja. Ja, jein. Ja, dann, Egal. wenn ich wieder back bin, dann wird die ersten zwei Sessions werden dann wieder stressig, aber danach wird es wieder einpendeln. Gut, könnten wir eigentlich immer so machen, ne? Also eigentlich pushen, pushen, pushen. Am Schluss, ja, haben wir immer auf Vorrat, wenn mal was irgendwas ist. Das wäre nicht schlecht, weil eben ich weiß, du und ich, wir werden beide noch im Sommer Urlaub machen. Ich sogar Ja. in meine Woche, wenn es mich nicht täuscht. Und eben, klar, es kann sein, dass ich zu Hause bleibe, aber wenn jetzt wirklich alle Maßnahmen aufgehoben werden, dann muss ich. Es ist fast eine Pflicht, dann Ferien zu machen. Es ist fast eine Pflicht. Ja. Holy shit, wir haben jetzt 2 Jahre auf etwas verzichtet. Nö. Du? Ich nicht. Ja, aber. Ich habe auf nichts verzichtet. Also ich persönlich sage ich mal nur, ich Ja, aber wir haben jetzt 100%. für die Allgemeinheit, wir haben uns jetzt klar mit Testen, wie ist So. das, aber wir haben jetzt uns 2 Jahre lang haben wir uns Junge. solche Oh. Sachen, die für uns eigentlich ganz normal wären, verzichtet. Und das ist sick. Man kann sagen, ja, es ist jetzt wegen Corona, es ist wegen Politiker. Ich will das Thema gar nicht mehr ansprechen, das ist so durchgelutscht wie keine Ahnung was, wie ein Chupa Chup, der. Ja, jetzt fällt mir kein Vergleich ein. Musst auch nicht. Der ist so durchgelutscht wie diese Lutschkugeln, wenn du beim Kaugummi angekommen bist. So. Lutschkuchen beim Kaugummi? Kennst du die Lutschkugeln nicht? Ach, die. Okay, doch, 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 die Dinger. Die Riesendinger, wo du früher als Kind fast 2 Wochen dran geleckt hast, bis du beim Kaugummi durchgekommen bist. Und immer die Farben haben sich geändert. Stimmt, deine Zunge war total farbenfroh. Das waren lustige Zeiten. Auf jeden Fall. Also, nachher werden wir Folgendes machen. Ich werde mit dem Schwader das Ding zu einer Bahn fahren. Du nimmst den einen Ballenpresser und presst Ballen. Beim Ballenpresser, ich muss dir das dann nachher nochmal erklären, aber der Ballenpresser ist ein bisschen tricky. Du musst einstellen, dass der automatisch Ballen rauswirft. Aber wenn 100% steht, darfst du nicht weiterfahren, weil der kann nicht gleichzeitig Gras aufnehmen und den Ballenpresser abladen. Gut, das klingt auf jeden Fall logisch. Ja, klingt logisch. Bin oft drauf reingefahren. Danach, sobald der Ballenpresser sich geschlossen hat, kannst du wieder weiterfahren, weil sonst hast du immer wieder Grasstückchen, die du nicht eingesammelt hast. Ich fahre dann immer ein bisschen zurück, weil dann habe ich wieder genug, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich Klar, alles, ja. allen Rasen eingesammelt habe. Und dann werden wir so nach und nach das zu machen. Ich könnte jetzt zwar auch noch einen zweiten Schwader mieten, dass wir beide gleichzeitig schwadern können und dann gleichzeitig Ballen pressen können, aber. Vielleicht geht es ja Wie du wieder sogar willst. auf. Ich denke, ich habe sicherlich länger zum Rasenmähen wie du. So, Ansonsten kann ich ja nachher denn mit dem Rasen, wenn du dein Feld fertig hast, aufhören zu Rasenmähen. Den Schwader holen, ein Feld mal vorschwadern, dann kannst du Ballen pressen, weil mit dem Schwadern bist du schneller durch als mit dem Pressen und dann kann ich mit dem zweiten Presser kommen.
Ja, auf jeden Fall. Können wir so machen. Der Till denkt sich nur, oh Gott, Junge, was hat der alles für Pläne heute noch? Ich komme nicht mal mehr klar mit Rasen. Nee. Aber es klingt, glaube ich, alles ein bisschen logisch. Es ist ein bisschen viel am Anfang, aber... Ist alles klar. Ich bin ja, ich glaube, zwischen 2-3 Bauernhöfen aufgewachsen. Nee, 1-2, ja, irgend darum. Ist ja alles okay. Aber die Gegend sieht immer noch so schön aus. Ich bin letztens da mal durchgefahren bei deiner alten... Gut, die bauen. Nee, ich glaube, die bauen da nicht wirklich, ne? Nee, die bauen. Nee, da ist ja nur das Riesenlogistik, die Riesenlogistikfirma in der Nähe, wo zig Millionen Autos von der, gefühlt alle Autos von der Schweiz rüberlaufen. Ja, aber ansonsten ist da eigentlich schon schön und nice. Bist zwar abgelegen wie keine Ahnung was, aber. Nö, das ist die Autobahn in 4 bis 5 Minuten. Das habe ich mir letztens auch gedacht. Ich so gedacht. Junge, du tat's mir leid, dass du zur Berufsschule gekommen musstest. Da, wieso? So langer Weg, aber es täuscht sich. Du musst halt einfach nur den Hügel rauf. Aber ansonsten? Der Zug mit dem Fahrrad in 10 Minuten und dann war... Was machst denn du jetzt schon wieder? Ich teilweise... Oh, Jemine. Nee, also 10 Minuten auf dem Zug und dann der... Ich bin dann, hab dann gewechselt bei der da wo ich jetzt wohne, dann auf dem Schnellzug. Und da war in 11 Minuten, nee, warte mal kurz, war nicht der Schnellzug, es war der Regio Express, glaube ich. Also insgesamt etwa eine Stunde oder so. Mit allem drum und dran. Warst du unterwegs, oder? Ja. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe die ganze Zeit zu wenig Licht an in der Facecam. Ja, dann so, haben wir es wäre Licht. Nee, also man sieht mein Gesicht schon. Jetzt sieht man halt doch ein bisschen den Hintergrund besser. Scheiße, das ist ganz doof. Das wollen die Leute doch nicht. Ja. Ich musste schon meine Freundin vorher, so mich vor gestern rausschicken. Und irgendwie, weil ich habe ja hier, morgen ist ja Valentinstag. Ich habe ja hier Geschenke. Ich muss noch einkaufen. Du musst noch einkaufen. Ja, logisch, ich war ja jetzt im Urlaub. Stimmt. Sowieso einkaufen noch und ja. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt im Februar Urlaub zu nehmen? War ja nichts los. Erstens einmal, meiner Freundin wurden die Weisheitszähne gezogen. Oh je. Und da muss ich eh auf die. Also die geht's hier schon wieder besser? Ja. Noch zwei. Ich glaube noch. War das noch zwei. Ja, 2-3 Tage. Also. Ich sag mal so, Schmerzen hatte sie wirklich nur die ersten paar Stunden. Und dann war einfach die Wange extrem aufgebläht, doof gesagt, ne? Und geschwollen wie Sau. Und nach, glaube ich, noch 3 oder 4 Tagen ging es dann wieder zurück. Und mittlerweile sieht es nicht mal, ist alles gelb anstatt blau und grün und weiß Gott was. Ja, jetzt kommen die bunten Karnevalfarben. Ja, genau. Nee. Und, also dann konnte der Zahnarzt die einfach ohne Probleme rausziehen oder musste sie rausoperieren? Das ist ja immer ein kleiner, aber feiner Unterschied. Den einen musste er aber extrem dran rütteln, aber der kam in einem raus und der andere, der musste in 4 oder 5 Stücke gehauen werden und dann kam es aber raus, ja. Okay. Und in 5 Wochen kommen die anderen 2. Oh. Oh, ja, Mann. Und Freitag hatte ich noch Geburtstag, da habe ich dann die ganze Woche frei gemacht. Ja. Schönes Geburtstagsgeschenk. Ja, zum Glück nicht an ihrem Geburtstag. Wäre auch noch doof. Aber muss sie das jetzt alles selber bezahlen? Ich weiß gar nicht. Weil da haben mich schon Leute vorgewarnt, ja, da musst du 5.000 Franken ausgeben für die Weisheitszähne, dann bist du ein armer Junge, wenn du die ziehen musst, dann gehst du mal ein paar Jahre mehr arbeiten dafür. Hast du gedacht, okay. Ein paar Jahre für 5.000? Pro Zahn 5.000. Ach so, nee, um Himmels Willen, so viel ist es nicht, ich weiß gar nicht. Ich meine, zwei untere habe ich vor 10 Jahren ziehen lassen. Oder musste, weil die komplett schiefen Chaps gewachsen sind. Und ich habe jetzt letztens noch meine zwei oberen abgeklärt, aber da hat der Zahnarzt gesagt,
Ja, wenn es dir jetzt schlimmer wehtut, also mir tut es übrigens, sag mal, jedes Quartal einmal ein bisschen weh, einen Tag, mehr nicht. Und solange es nicht stärker wird oder häufiger wird, naja, können wir ihn drinnen lassen. Wir schauen in 10 Jahren nochmals. Ist gut. Okay. Ja. Aber ich muss die nicht ziehen, zum Glück. Ich habe ja das große Glück, mir fehlen 15, deshalb haben die genug Platz. Also mir wurden 5 Zähne, normale Zähne rausgezogen. Und was ist deine Frage oder deine Aussage, die du treffen möchtest? Muss man die rausziehen? Nö. Oder kann man die theoretisch auch drin lassen? Theoretisch drin, wenn sie Platz haben, drinnen lassen. Eben. Und dann gibt's einfach so, entweder ist der Zahnarzt ein guter Verkäufer. Ja. Oder nicht. Weil wenn das nicht schmerzt, ich kenne viele, die haben gesagt, ja, ich muss die Weisheitszähne ziehen. Ja, warum? Keine Ahnung, Zahnarzt hat mir gesagt, ich soll die ziehen. Hast du Schmerzen? Nein. Zahnarzt hat mir gesagt, ich soll die ziehen. So, ja. Gut, wenn der Zahnarzt mir sagt, ich soll von der Brücke springen, dann springe ich auch von der Brücke, oder? Genau, ja, logisch. Nein, das ist auf gar keinen Fall, aber ey. Denkst du dir nur, ey, was ist das? Nur weil das jemand sagt, muss das noch lange nicht Tatsache sein. Du, es gibt andere Dinge, die man einfach immer macht, aber das ist was komplett anderes. Stimmt, ich sollte mal wieder meine Zähne reinigen. Ich dachte, jetzt kommt jetzt so, ich soll wieder meine Zähne putzen. Ah ja, so, das soll ja, ich jedes auch Quartal einmal oder so. Aber ach, hast du nicht auch Fresse. Das Problem, wenn man im Büro Job hat oder nicht von zu Hause aus arbeiten kann oder nicht so irgendwie Mittagspause zu Hause macht, dass man einfach viel weniger Zeit hat, um die Zähne zu putzen? Gar keine Zeit. Ja, eben. Also. Ich meine am Morgen, okay, am Abend, nee, manchmal sogar am Morgen nicht, weil dann sehe ich gar keinen Grund, weil ich kein Frühstück esse. Und dann am Abend. Ja, am Abend vor dem Bett gehen. Ist schon okay. So, am Abend vor dem Bett gehen, aber wenn ich dann einpenne, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Oh Mann. Na gut, man muss halt einfach. Ich mache es teilweise so, wenn ich es nicht vergesse, dann irgendwelche Kaugummis kauen oder so. Ja, das habe ich jetzt auch angefangen, so diese Dental-Kaugummis. Die helfen, ja, die helfen extrem. Die neutralisieren recht viel, weil die ja wirklich eigentlich die Zahnpasta im Kaugummi drin haben. Halt durch das Kauen. Nicht so aus, aber besser als gar nichts, ne? Ja, ja, und Mundspülung, also ich bin wirklich Fan von Listerin, also das ist toll, das Zeug brennt zwar wie Sau auf dem Zahnfleisch und um die Zähne rum, aber ach, du fühlst dich einfach so viel frischer und die Zähne bleiben noch so viel länger frisch, weiß. Patrick, ich will schlafen. Bubble Wash, ich will nicht schlafen, ich will halt mehr Material kaufen. Ich brauche ein Armeematerial, weißt du? Ja, der Kollege guckt zu, der mit dem ich in die, ja, mit dem ich einrücke. Ach so, die Krücke rückt ein. Ja, die Krücke. Also du. Ja. Ja, Junge, ich gehe jetzt mal bei den anderen vorbei und sagt da, ja, ich weiß. Ja, Digga, das ist richtig dumm. Geben kein Material raus wegen Karneval. Aber ich probier's nochmal, weil eben. Ich kann ja nicht mit Tony Neff nicht erfüllt Ausrüstung einbringen. Ey. So behindert. Mann. Du hast aber immer die beschissensten Probleme, ne? Also. Ja. Nicht nur mit dem Militär, sondern auch mit deinem Bett. Und du weißt ja, Gott, übrigens, Betten habe ich ja schon erwähnt, dass ich auch eins gekauft habe. Ja, für 6.000. Nee, es war Originalpreis. Ja, stimmt. 3.000. 3,6, irgend sowas. Oh Mann, ey. Manchmal denke ich einfach, du gehst auf die Toilette und scheißt Geld. Jetzt wirklich, ohne Scheiß. Ja, ich kauf mir ein MacBook. Ah, er hat nicht gepasst, ich schick's zurück. Scheißegal. Ja. Ausprobieren, ey, Junge. Okay, es gibt andere, die kaufen sich einfach mal so Tuning-Teile und merken, es passt nicht auf das Auto. Na gut, das ist was anderes. Ja, du lachst jetzt, aber. Ich kann da ein paar Spezialisten, die sich gedacht haben, oh, ich mache einen auf Tuner, ich kaufe mir den geilsten Karren zum Tunen.
Am Schluss dreimal beschlagnahmt von der Polizei. Das Auto fährt nie mehr wieder. Ja. 40.000 Franken in den Sand gesetzt. Das Auto fährt nicht mehr. Hat keine Straßenzulassung mehr. Dann musst du die, die Straßenzulassung irgendwie erhalten, ne? Nee, die Polizei hat gesagt, das Auto fährt nicht mehr. Wenn er die Straßenzulassung kriegt, wir wollen das nicht mehr auf der Straße sehen. Das macht halt die Polizei nicht, also die Zulassung. Nee, aber die beschlagnahmen es. Die sagen, nee, ja, ja, gibt's nicht mehr. Gibt nichts mehr, holt sich nicht mehr ran. Nee. Und dann kauft man sich ein neues Auto und merkt, dass das danach noch 10.000 Kilometer Motorschaden hat. Völlig useless. Auch wieder 40.000 in den Sand gesetzt. Aber dies Junge, jetzt du, spielt keine Rolle. Vorproduktion für Militär und Co. Dann sehen wir uns wieder mit dem Rasenmäher-Simulator 3000. Oh Gott. Immerhin haben wir einen Traktor und so einen riesen Mäher voran. Weißt du, wenn du mit einer Schere kommen könntest, das wäre kacke aber auch. Ja. Das Teil gibt's auch nur von Hand, ist günstiger. Ja, das ist okay. Aber das sehen wir das nächste Mal wieder. Ja, bis dann, tschüssi und zum nächsten Mal.